Oh mein Gott. Sehr schön. Oh, Triple Edits kann er auch, okay. Na? Ja, ich hab das alles. Also ich muss ich sagen, das alles ich sehe schon. Gelernt. Moin YouTube, mit dem heutigen Video, wie es sich viele gewünscht haben, mir jetzt einen Coach holen. Und ja, ich habe einen zweiten Account, ich habe den Kevin FN einen genannt. Und ja, es wird jetzt ein bisschen cringe, glaube ich. Er wird mich wahrscheinlich sowieso erkennen. Ich habe jetzt mein Headset-Mic eingestellt. Ihr werdet das also im Dis, also in der Aufnahme, werdet ihr jetzt mein Headset-Mic kennen, damit ihr dieselbe Stimme hört, die ihr hört. Ich habe noch gar nicht mit dem Coach geredet, die beginnt, das ist das Wichtigste. Also ich weiß nicht, was passieren wird, deswegen hoffen wir einfach, dass es klappt. Sein E-Spotler. So, dann will ich auch sofort anfangen. Und zwar würde ich normalerweise erstmal mit etwas kreativ anfangen, um halt zu schauen, auf welchem Level du so bist und wo so deine Fehler sind. Wäre das okay für dich? Ja. Ja, ich bin von PS4 auf PC gewechselt und ich bin jetzt auf Maus, Keyboard und aber so editen habe ich ein paar Probleme. Ja, okay. Ja. Was ich gerne mache, wenn ich hier 1v1 spiele, ist, ich mache eben genau diese 1v1s nicht. Was ich stattdessen mache, ist, ich fange sofort an zu bauen. Das ist deutlich realistischer, als die ganze Zeit einfach am Anfang erstmal 90s zu cranken und wir können halt auch schneller fighten. Deswegen fang einfach an zu bauen und wir können sofort fighten, okay? Okay. Nice, sehr schön. Okay, jetzt warst du mal. Ich habe ja auf PS4 gespielt und da kann ich das etwas besser und ich bin nicht so. Mein Kopf macht nicht so schnell mit, wenn ich dieses ganze Bauen versuche. Auf Tastatur, weil ich zu viele Knöpfe habe. Das ist kein Problem, das kommt mit der Übung auf jeden Fall. Und erst recht, wenn du erst 2 Wochen auf Keyboard Maus bist, dann ist das ganz normal. Also da mach dir mal keine Sorgen. Ich dich nicht abschießen. Das war schon ziemlich gut. Ja, aber gleich der Tipp aus dem Lowground, am besten keine so offenen Peeps. Weil da habe ich eine deutlich bessere Angle auf dich. Oh, geht schon mal besser hier im Fall. Nice. Jetzt bin ich mal gespannt, was du für ein Elf machst. Oh nein, der Pump ist leer. Da muss man wirklich aufpassen mit der Thunder. Dass man da eben nicht in den Gegner reinpusht, wenn man gerade leer von der Team hat. Ja, scheiße. Da bin ich dann für die Seite gegangen. Aber es war schon mal sehr schön an sich. Und du hast dich dann ja schlussendlich für den Edit hier entschieden. Also für das Fenster auf der linken Seite. Und das ist ein relativ, also kein guter Edit für dich. Weil du eben nicht ganz so gut darüber peeken kannst. Wenn du ein Fenster machst, würde ich dir empfehlen, das auf der rechten Seite zu machen. Weil dann kannst du einen schönen Right-Hand-Peek auf den Gegner haben. Aha. Andernfalls würde ich dir auch immer diesen Edit empfehlen, das ist mein Lieblings-Edit mit Abstand, weil erst recht, wenn du das Movement ganz gut drauf hast, kann ich dich abschießen, ohne dass du mich überhaupt siehst. Kann ich dich extrem gut abschießen, ohne dass du mich siehst. Den Edit, genau. Okay, das war schon mal gut. Ich würde vorschlagen, wir machen nochmal 2, 3 1v1s und dann können wir was anderes machen, okay? Aber ich muss das jetzt auch nochmal herausheben, also dafür, dass du erst seit 2 Wochen spielst, sieht das extrem gut aus. Also klar, es gibt noch viele Sachen, die man verbessern kann, aber das ist komplett normal nach 2 Wochen. Und da auf jeden Fall nochmal hier Kompliment an dich. Danke. Und sagen wir mal, ich wäre ein Gegner und ich würde hier einfach so vor deiner Box stehen. Was würdest du da machen? Also ich laufe mal raus und dann schieße ich direkt auf. Da hatten wir auch gerade eben kurz drüber geredet, also da könntest du einfach diesen Edit zum Beispiel machen, der ist da extrem gut und dann einfach diesen safen Shot eben machen. Ich glaube du Arena wäre mir am liebsten. Alles klar, dann machen wir das. Ja, also ich bin mal, hier wo ich auf der PS4 war, habe ich mal Champs erreicht mit meinem Freund im Trio. Ich habe auch noch einen Shieldcake bei mir. Jemand schießt mich an. Oh, du bist sehr low, ja. Ich hab einen Knock. Ist gerade ziemlich viel los. Wir können auch nach hinten ein bisschen gehen, wenn wir nicht mehr kommen. Ich hab einen nach. Sehr schön. Bin gleich da. Ich will die Chest. Oh, ich wurde gelasert.
bin extrem low und werde jetzt gepusht. Ich bin, glaube ich, auch tot. Ja, ich bin tot. Ah, unlucky. Ich hatte leider nichts mehr zu bauen, aber vielleicht. Oh, ich hab beide. Sehr schön, let's go. Good job. Ah, ich bin one shot. Hinter dir noch. Ja, du kannst doch mit Hammer weg, ansonsten. Ah, ich war zu schlecht, ich war zu spät. Natürlich erstmal gute Waffen farmen, erstmal Schild farmen. Aber bevor ich wirklich aktiv versuche, Fights zu suchen, versuche ich mir immer erstmal so 300 Mats zu farmen. 300 Mats finde ich. Ich werde jetzt kurz anfangen, wegzuballern, ne? Also, ja. der hört mich gerade nicht. Ja, egal, ich werde jetzt. Also, ich werde jetzt ein bisschen anfangen, ein bisschen ernster zu spielen. Damit er rafft, dass ich nicht so scheiße bin. Oh, 130? Was? 120? Da ja. Ist unten. Oh, der Mate hier. Oh, cracked. Nice. Cracked. Sehr schön. Knock. Good job, nice. Wahrscheinlich von der anderen Seite. Ja. Sehr schön. Sehr schön gemacht. Danke. Also in-game läuft es auf jeden Fall ziemlich gut bei dir. 130. Sehr schön. Knock. 100. Good job. Brauch ja gar nichts machen hier. Oh, ich wurde vom Excalibur gehittet. Correct. Ist natürlich zu optimal. Oh, bei mir ist noch einer. Fisch mal geholt. Oh, ich bin gerade nicht mehr bei dir. Ich muss auch hier hin. Ja, ich hab ihn. Ich hab ihn. Ich hab ihn. Der hatte. Sehr schön. Oh. Oh, ich bin fast tot. Runter zu sein. Noch einer. Ich pushen den von zwei Seiten. 30, ja. 100, cracked. Sehr schön. Wird gehittet von dem Excalibur, ich muss aufpassen. Anderes Team auch noch von oben. Ich hab ihn cracked. Schöner Shot, nice. Fertig. Oh, ich hab ihn. Good job. Die bauen aber alle nicht so wie du. Ja, die sind bestimmt alle abgelenkt von mir und dann holst du die gut von hinten. Ja, ja. Ja, ich das bitte. Unten ist noch einer. Den können wir bestimmt auch noch kennen. Oh. Du laserst die Gegner auch ziemlich gut. Ja, ich das ja im Sitz bei mir, ich kann einfach nicht richtig helfen. Wir holen vielleicht sogar eine 20 Bomb. Das wäre sehr krass. Das wäre sehr krass, ja. Ey. Okay. Der andere ist da, by the way. Ja, der kommt gerade auch noch hier in Richtung uns. Das ist noch ein anderes 100. Team. Ja. Pass auf, anderes Team kommt noch. Und noch ein anderer. Es kommen alle mit ihren Hammern gerade. 91 weiter rein. Was? Ist auch einer. Crack. Nein, er hat mich im Fliegen geholt. Unglaublich. Aber sehr schöner Kill von ihm. Unter dir ist einer. Oh, super. Wichtiger Kill. Mit dem Finish, ja. Der andere kommt auf dich drauf. Erstmal so, ja. Du hast noch 4 Builds. Oh. Schöner Shot. Oh mein Gott. Sehr schön. Er hat auch wieder Mats. Jetzt wieder 400. Du kannst versuchen auch nach oben zu gehen vielleicht. Der eine ist jetzt bei dir. Ja, so ist gut, ja. Jetzt hast du High Ground. Der wird es jetzt aber auch versuchen. Der andere von der Seite. Alles gut. Bleib Splash erstmal. Immer noch in die Zone, ja. Sehr schön. Jetzt boxen und Minis nehmen. Super, super. Es sind drei andere Solos. Also alle Solos. Erstmal boxen am besten, ja. Oh. Sehr schön. Ist ein Monigon. Kennen kannst du mitnehmen, ja. Vielleicht sogar SMG lieber. Egal. Sehr schön. Let's try. Oh mein Gott. Sehr schön. Oh, Triple Edits kann er auch, okay. Na? Ja, ich hab das alles. Also ich muss sagen, das alles ich gelernt. Ich sehe große Verbesserungen seit dem Anfang hier vom Coaching. Krass, ja. Du lernst schnell. Bin ich jetzt mal gespannt, ob du jetzt schon genug gelernt hast, um den Coach zu schlagen, aber das wird natürlich schwer. Dann die ganzen Double Edits über mir.
Boah, schöner Shot. Nice. Danke. Boah, ja. Du hast auch gleich den Peak gemacht. Ja, den hast du mir beigebracht. Oh, nice Shot. Ja, die Side Jumps hast du drauf. Oh, ja. Ja. Scheiße, Mann. Ich bin irgendwie voll gut im Editen geworden. Ja, stimmt. Du hast ja am Anfang gesagt, das war deine Schwäche. Ja, ich genau. Aber einmal. Oh Mann. Ja, also krass, ja. Oh, jetzt habe ich Angst. Nein. Zählt nicht. Oh. Ja. Dann ist es wohl offiziell. Ja, da hast du dich noch auseinandergenommen. Ich würde sagen, dann war unser Coaching auf jeden Fall erfolgreich. Du hast dich extrem verbessert. So. Sag mal ehrlich, wann hast du es gerafft? Ungefähr? So in der, also erste Arena-Runde dachte ich mir, damn, nice, da habe ich mich für dich gefreut. In der zweiten Arena-Runde habe ich mich dann aber schon gefragt, wie du die ganzen Mommy-Tools klatschen kannst. deswegen wusste ich, dass da dann irgendwas faul ist. Und wenn ich dir zugeschaut habe, hast du erstmal wieder so ganz langsam gemacht und ich habe mich gefragt, wie du damit überhaupt Kills machen konntest. Was, weißt du auch, wer ich bin? Ich habe jetzt schon überlegt, in kreativ. Also, ich finde, du hörst dich wie Lecce an, aber ich weiß nicht... Nee, ich bin Lecce. Nee, ich habe so ein Headset mal gestellt. Um zu hoffen, dass du weniger hast. Ich bedanke mich bei dir. Bist echt ein korrekter Dude. Und bist auch noch besser als ich. So, das war das Video. Der hat mich am Ende... Der ist sogar nicht mal so schlecht. Also, ich habe jetzt natürlich jetzt nicht irgendwie meine Vergangenheit. Ich habe versucht, einen Clip oder so zu erspielen, natürlich. Wir sehen uns dann im nächsten Video. Ich hoffe, euch gefällt das Video. Falls ihr mehr von so einem Content haben wollt, schreibt es gerne in die Kommentare. G2Legend in Item Shop, wenn ihr mehr von so einem Content haben wollt. Ich küsse euer Herzen. Ich streame jeden Tag auf Twitch, damit ihr alle wisst. Ich heiße auf Twitch Lecce und ich hoffe, euch gefällt das Video. Wir sehen uns im nächsten Video und ciao. I'm the big Lecce. G2Legend for you, bitch.